Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für alles rund um das professionelle Licht. Diese Leuchte, die ich hier mitgebracht habe, ist die Norca Turin. Und diese Norca Turin ist eine unwahrscheinlich robuste und witterungsbeständige Feuchtraumleuchte, die sich mit Werten von IP65, IK04 und Schutzklasse 2 auszeichnet. Jetzt werden Sie sagen, haben Sie auch schon von vielen anderen Leuchten gehört, von klassischen Feuchtraumleuchten, aber dieses hier ist wirklich eine Leuchte, die für die Ewigkeit gemacht ist. Typisch für Norca, denn sie ist unwahrscheinlich stabil. Und wenn man einfach daran rumzerrt, wird man merken, da kann man nichts so leicht kaputt machen. Wie gesagt, gemacht für die Ewigkeit, typisch Norca, ist made in Germany und auch die Ingenieure haben sich hier viele, viele Gedanken gemacht. Wodurch zeichnet sie sich aus? Seine Leuchte, in der T5-Leuchtmittel verbaut wird und dementsprechend auch unwahrscheinlich schlank ist. Ich werde jetzt einfach mal den Phasenprüfer daneben halten und schon werden Sie sehen, dass die Leuchte sehr wenig aufbaut, auch sehr schlank in der Breite ist, also dementsprechend sehr kompakt verbaut ist. Sie können hier daran ebenfalls erkennen, dass hier oben ein Schutzreflektor aufgebaut ist, der sich in 7,5 Grad Einheiten drehen lässt. Darin verbaut in diesem Schutzreflektor ist einmal Miro Silver. Das ist dementsprechend das, was da drin so glänzt. Das sorgt dafür, dass das Licht nach unten gelenkt wird oder dementsprechend in die Richtung, wo Sie den Reflektor hineinstellen. Dieses Miro Silver ist hocheffizient, das heißt, es gibt kaum Verluste dadurch. Das Ganze ist PMMA, auch dort, wie gesagt, sehr gut verarbeitet. Bringt wirklich Spaß, auch diesen Schutzreflektor halt hinterher wiederum einzubauen, weil Sie dann zum Beispiel auch sehen können, dass da Silikondichtringe verbaut sind. Nicht so ganz einfache, billige, sondern richtig dicke Silikondichtringe. Wie gesagt, ist gemacht für die Ewigkeit. Ebenfalls können Sie hier dran erkennen, einmal den Leuchtenträger quasi hier hinten, wo auch das EVG mit drin ist, ein hocheffizientes EVG. Hier können Sie schon mal so ein bisschen dran erkennen, die kleine Klappe, die man noch öffnen kann, damit man hinter die Verdrahtung vornehmen kann. Die Verdrahtung generell erfolgt hier über dieses Ende. Dort haben Sie dementsprechend die Dichtung und auf der zweiten Seite haben Sie ebenfalls noch eine weitere Dichtung. Sie zahlen also hier dementsprechend bei Norca nicht für die durchgangsverdrahtete Version nochmal zusätzlich und extra. Nein, es ist Standard bei Norca, bei dieser Variante auch, dass Sie auf beiden Seiten dementsprechend das Kabel durchführen können. Als Leuchtmittel für diese Leuchte können Sie verwenden grundsätzlich das T5-Leuchtmittel, finden Sie bei uns unten auf der Website im Cross-Selling-Bereich. Es gibt einmal die Variante in 49 Watt, 54 Watt, aber auch 80 Watt. Hier habe ich Ihnen dementsprechend einmal mitgebracht, die 80 Watt Variante, grundsätzlich von der Montage und dergleichen unterscheidet sich halt nicht. Sie erhalten bei der Leuchte mit dabei einmal diese Halterungen. Das heißt, darüber können Sie dementsprechend das Ganze an der Wand oder an der Decke halt montieren und am Ende wird das halt dementsprechend einmal aufgeklipst. Sie sehen, dass hier die Rückseite so eine kleine Stufe drin hat und wie gesagt, da wird es einfach dahinter geklipst. Sie halten ebenfalls von Norca mit dazu eine kleine Montageanleitung. Die Montage ist wirklich super einfach und die werden wir jetzt einfach mal vornehmen, damit Sie sehen können, ja, wie einfach das wie gesagt auf der einen Seite ist und hingegen wie solide verarbeitet hingegen die Leuchte auf der anderen Seite ist. Um das Leuchtmittel zu installieren und auch dementsprechend die Verdrahtung vorzunehmen, müssen Sie dementsprechend die gesamte Leuchte einmal öffnen. Dazu finden Sie jeweils hier an den Enden einmal die entsprechenden Schrauben, wo Sie dementsprechend mit wenigen Umdrehungen das Ganze geöffnet haben. Und wie gesagt, ich liebe an dieser Stelle einfach die Ingenieure von Norca. Man sieht, dass dementsprechend nicht einfach die Kappe abfällt, wie bei vielen anderen Herstellern, sondern das Ganze ist gleich so konstruiert. Das heißt, wenn die Leuchte unter der Decke halt hängt, fällt dementsprechend die Kappe nicht herunter. Ebenfalls herausfallen tut auch nicht das gesamte Schutzrohr. Ist in der zweiten Seite noch arretiert. Das fällt nicht nur einfach so runter. Und hier können Sie ebenfalls schon mal dran erkennen, die sehr dicken Dichtungsringe. Das heißt, ich bin mir sicher, dass diese Leuchte sicherlich nicht nur die IP65 schafft, sondern auch noch deutlich mehr. Ebenfalls können Sie hier dran schon mal erkennen, wie dick die Wandungen sind von der gesamten Leuchte. Auch da nochmal, da lässt sich diese Leuchte nicht so leicht verwinden. Auch jetzt werde ich die zweite Seite nochmal öffnen. So, zweite Seite ist geöffnet. Jetzt kann ich den Schutzreflektor halt rausnehmen. So sieht das Ganze dementsprechend aus. Und jetzt brauchen wir lediglich einmal das T5-Leuchtmittel, was ich hier mitgebracht habe. Ich habe von Nava eine LT 80 Watt T5 mitgebracht. Finden Sie ebenfalls bei uns im Shop. Und die brauchen Sie lediglich dementsprechend hier unten halt einführen. Und Sie können dementsprechend auch schon mal sehen, auch da haben sich die Kollegen von Norca halt Gedanken gemacht. Gibt es so kleine
Führungshilfen aus Metall, die dementsprechend hinterher das Leuchtmittel gerade drin halten. So, das Leuchtmittel ist nun eingeführt. Bevor wir jetzt aber starten können, brauchen wir logischerweise noch die Verdrahtung. Und dazu werden wir jetzt dementsprechend einmal kurz diese Klappe hier vorne öffnen. Und auch dazu gibt es dementsprechend wieder zwei Schrauben. So, einmal abgenommen. Und jetzt können Sie hier schon mal direkt erkennen, einmal N und L. Da brauchen Sie lediglich dementsprechend Ihr Kabel anschließen, was Sie im Vorwege hier einmal durchführen, das Ganze wieder schließen. Und ja, wir werden gleich nochmal gemeinsam den Schutzreflektor wieder drauf montieren. Dann wissen Sie grundsätzlich, wie Sie die Leuchtheit anzuschließen haben. So, das Ganze ist verschlossen. Bevor ich es vergesse, es gibt hier noch die zweite Seite, ebenfalls eine Klappe darauf. Logischerweise für die Durchgangsverdrahtung macht das natürlich Sinn, dass Sie dementsprechend auch dort das Kabel anschließen, das Sie hier an der Seite hingegen durchführen. Wie wird das Ganze jetzt aufeinander gesteckt mit dem Schutzrohrreflektor? Sie sehen hier dementsprechend, dort wo Sie die beiden Pins durchführen, von dem Sockel der Lampe. Das schaut dann nachher am Ende halt so halt aus. Die Lampe ist jetzt mittlerweile hier drin und jetzt brauchen wir das Ganze halt nur noch aufeinander führen oder ineinander halt reinführen auf beiden Seiten und am Ende schrauben Sie die Leuchte halt wieder zu. Die Leuchte von Norca, die Norca Turin, gibt es wie gesagt bei uns in drei verschiedenen Varianten, je nachdem wie viel Licht Sie halt brauchen. Wie lang hingegen auch der Bereich ist, wo Sie dementsprechend die Leuchte montieren können. Norca bietet und auch Watt24 bieten 4 Jahre Garantie auf die Leuchte. Das heißt, an der Stelle kann es schon mal nicht schief gehen. Wir sind uns aber sicher, dass die Leuchte für die Ewigkeit gemacht ist, also dementsprechend der Garantiefall nicht eintreten wird. Sollten Sie Fragen haben zu diesem Produkt noch genereller Art, kein Problem, wenden Sie sich an uns per Telefon, per Chat oder auch per Live-Präsentation, denn wir als Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen.